Ah, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So, ich habe übrigens. Oh, mein Ding ist ausgegangen. Hier, das geht natürlich gar nicht. Batterie schon leer? Nein. Aber vielleicht geht der irgendwann auch aus und ich habe es nicht gemerkt. So, Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Sendung. Filmlei. Ich kann mir den Namen nicht merken. Das ist, ich kann mir den Namen nicht merken. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich grüße euch. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Sendung Filmelei, Petting für den Cineasten. Ja, richtig gehört, ihr habt richtig gehört, wir machen hier Petting, aber Filmpetting natürlich. Ja, was heißt das Filmpetting? Filmpetting heißt, wir gucken keine Filme, sondern wir, ja, gestalten ein gewisses zärtliches Petting miteinander, um uns gegenseitig auf den Höhepunkt zu bringen. Und der Höhepunkt ist dann aber, den Film zu gucken. Das könnt ihr dann aber alleine machen oder mit jemand anderem, einer Person eures Vertrauens, bitte nicht mit mir. Mein Name ist Chris im Übrigen, falls ihr mich noch nicht kennt. Heute geht es um einen, ja, wie ich finde, Riesenfilm, Superfilm, nämlich Terminator Teil 1. I'm Reese, DN38416, assigned to protect you. You've been targeted for termination. Why does it want me? Why me? Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Your future is in its hands. Ich hole den direkt mal hier raus. Ich habe da schon was vorbereitet. So, das ist eine DVD-Verpackung. Die DVD ist in der Verpackung drin. Eine sogenannte Scene Edition. Ja? Century 3 Scene Edition. Das gab es mal irgendwann vor langer Zeit von 20th Century Fox, mittlerweile ja von Disney aufgekauft. Und ja, Fox hat diese tollen. Ja, hier kann man es sehen. Diese tollen Editionen rausgebracht, auf den Markt gebracht. Um was geht es hier in der Sendung oder um was geht es jetzt generell bei Terminator 1? Da muss ich sagen, ich sage nicht, um was es in Terminator 1 geht, aus dem einfachen Grunde, weil das weiß ja jeder, oder? Oder nicht? Also die meisten wissen es doch. Also ich hoffe und bete, ja, dass die meisten das wissen. Ich hatte ein Erlebnis. Ich habe hier eine. Ich muss schauen, wo ich die habe. Ah, hier. Und zwar. Ich sammle ja Funko-Figuren, wie ihr vielleicht seht. So, hier, guck mal, das ist John McClane, ja, als Funko-Figur. Und den habe ich gekauft im GameStop hier bei uns. Ja. Und dann sagte, also, und ich kaufte die und ich war total heiß da drauf. Und ich dachte so, oh, super geil, endlich, es gibt von Die Hard, ja, von Stirb langsam, endlich Funko-Pop-Figuren, ja, ein Riesending. So, und dann der Verkäufer, der, schaute mich an. Also erstmal hat er ich hab eine Kundenkarte habe ich beantragt und dafür brauchte man einen Ausweis. Aber ich hatte keinen Ausweis dabei, nur meinen Führerschein. Dann habe ich ihm meinen Führerschein gegeben und der ist noch aus Papier. Und das fand er total faszinierend. Der Mann, der war ja Mitte 20. Und dann sagte er, aha, diese, ja, was ist denn das? Mal gucken, was steht denn da drauf? Und dann sagte er tatsächlich, die Hard. Was ist denn die Hard, hat er gefragt. Was ist denn die Hard? Ja, so. Das ist echt unglaublich. Also deswegen meinte ich einfach nur, falls das überhaupt noch jemand kennt. Kennt denn jemand noch Terminator? Mal alle die Hände hoch. Wer kennt denn noch den Terminator? Ah, ja, gut. Wer kennt den guten alten Terminator? Huh? Ja, jetzt ganz brandaktuell Terminator Dark Fate. Naja, so aktuell ist er nicht mehr. Ja, Terminator Dark Fate. Ja. Also siehst du, so. Terminator Dark Fate. Ja, mit dem haben sie letzten Endes versucht, den Erfolg von den ersten zwei Teilen zu wiederholen. Und natürlich sind sie kläglich gescheitert. So, jetzt bin ich nicht so voreingenommen, dass ich da Witze drüber mache oder immer denke, ich bin viel schlauer als die Filmindustrie, weil das wäre sehr anmaßend, finde ich. Und ich habe dem Film tatsächlich sozusagen eine Chance gegeben im Sinne von, dass ich gesagt habe, ja, na klar, schließe ich mich dem Hype an. Es ist ein neuer Terminator-Film und so weiter. Klar gucke ich mir den im Kino an. Wenn man B-Movies mag zum Beispiel, ja, dann warum soll man sich die anderen Filme nicht angucken, ja, ehrlich gesagt? Warum soll man nicht ein bisschen Spaß dabei haben? Man muss ja nicht die ganze Zeit den Film gucken und dabei dann immer sagen, ja, der ist aber nicht mehr so gut wie der Terminator 1 und 2. Ja? Das finde ich ein bisschen übertrieben.
ehrlich gesagt. Und deswegen trotzdem, oder nicht nur deswegen, trotzdem muss man natürlich die ersten zwei Teile ganz anders einordnen. Das ist absolut wichtig, finde ich. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht und was euer Lieblingsteil ist. Für mich ist übrigens nach Terminator 2, also Terminator 1 und 2, ist klar, haben wir hier Terminator die Erlösung. Die Erlösung. Ich finde, dass dieser Film wenigstens dem Ganzen der ganzen Filmreihe einen neuen Aspekt abgewinnt. Weil Terminator 3, Terminator 5, Genesis und Terminator 6, Dark Fate sind eigentlich nur Wiederholungen des ersten und des zweiten Teils, wie ich finde. Was macht Terminator 1 eigentlich so besonders? Ja, fangen wir mal vorne an. Ich habe mir noch mal ein bisschen angeguckt vorhin. Ich habe ein bisschen durchlaufen lassen, um noch mal ein bisschen das zu fühlen, zu spüren, die Terminator-Energie aufzunehmen. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Und ich hatte hier schon mal so ein Testvideo gemacht und dann habe ich auch über Terminator referiert und habe gesagt, ja, ich habe den glaube ich 89 oder so im Kino gesehen. So alt bin ich noch nicht. Ja, so alt. Ich bin schon alt, aber noch nicht so alt. Nee, ich habe den 89 im Fernsehen gesehen, dachte ich. Aber ich habe gelesen, dass der im deutschen Fernsehen erst 92 das erste Mal ausgestrahlt wurde auf RTL und dann noch stark gekürzt. Diese Scene Edition im Übrigen, ja, das ist noch hier ohne FSK-Sticker, aber hier mit den 18 nur. FSK 18. Also wir haben 18. Und heute ist der aber vom Index sozusagen, gibt es ab 16 Jahren ungekürzt die FSK. Wird toleranter, kann man sagen, über die Jahre. Ja, heute kannst du fast schon diese Filme im Nachmittagsprogramm sehen. Ja, und dann fragt dich dein kleines Kind, Papa, was ist denn das da für ein Roboter? Und dann sagst du, ja, das ist der gute alte Terminator, nicht wahr? Das habe ich auch in meiner Kindheit gesehen. Allerdings dann im Mitternachtskino oder halt ganz, ganz spät und dann noch gekürzt. Ja? So, trotz alledem will ich meine Erinnerung gerne mit euch teilen, wie das denn damals war, ja? Und wie ich mich damit eigentlich gefühlt habe. Ich denke, dass ihr das unbedingt gerne wissen wollt. Damals war das ein recht düsterer Film. Man muss so sehen, das waren andere Zeiten, ja. Aus meiner Erfahrung jedenfalls. Es gab Filmzeitungen, ja. Es wurde auch mal was im Fernsehen vielleicht darüber berichtet, aber grundlegend hatte man noch nicht so viele Informationen über Filme und über Schauspieler. Vor allem nicht, wenn man ein kleines Kind war. Das heißt, man machte den Fernseher an und dann musste man nehmen, was so kommt. Und dann hat man sich halt irgendwas angeguckt und eines Tages lief dann der Terminator. Ich fand ihn damals faszinierend, weil er kompromissloser war, ehrlich gesagt, als andere Filme. Ja, man kennt das irgendwie, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Buddy-Filme, Buddy-Cop-Filme, Lethal Weapon oder sowas, ja, wo trotzdem, ja, Grenzen gewahrt werden, sag ich mal, gerade von den Bösen. Auch die Bösen haben ihre Grenzen und sagen, ja, Moment mal, bis hierhin und nicht weiter, wir lassen dem Guten, lassen wir jetzt noch ein bisschen Vorsprung und dann töten wir den erst übermorgen und so weiter. Es gibt einfach Regeln. Und bei Terminator wurde das so ein bisschen ausgehebelt, finde ich, ja. Da gab es diesen bösen Killer-Roboter aus der Zukunft. Und der ist dann einfach durch Los Angeles gefahren und hat Sarah Connor gesucht und hat einfach jeden niedergemäht, der ihm in den Weg gekommen ist. Da hat er keine Kompromisse gemacht, wie eben auch Michael Biehn, Kyle Reese in seiner Rolle als Kyle Reese, treffend sagt, dass man mit diesem Terminator nicht diskutieren kann. Das kann man komplett in der Pfeife rauchen. Man kann nicht mit ihm reden, diskutieren oder was auch immer, ja. Wäre auch ein Terminator in der heutigen Zeit relativ aufgeschmissen, glaube ich, ja. Mit Political Correctness und so weiter. Da würde doch der Terminator heute da gar nicht mehr mit klarkommen, ja. Aber damals waren die 80er Jahre, das waren die 80er. Und trotzdem war es damals schon recht kompromisslos. Der ist da in die Polizeistation gegangen und hat gesagt so, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Also er hat gesagt, I'll be back. Aber was er dann genau gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr. Er hat ja nicht gesagt, Entschuldigung, ist die Sarah Connor da? Das hat er ja nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und dann ist er aber dann, nachdem der Polizist gesagt hat, nee, wir haben gerade zu oder so, ich weiß nicht, ist er da mit seinem Auto reingefahren, ist in die Polizeistation gelaufen und hat da alle niedergemäht, ja? Entschuldigung, hat da alle niedergemäht, hat da nicht gesagt, Entschuldigung, so oder da, oh, du liegst am Boden, du bist ja schon verletzt und so, dann direkt nochmal drauf geschossen. Und das hat man als Kind, habe ich das gesehen und habe gedacht, oh, ach du Heiliger,
Bim-Bam. Das Ding ist das, auf was ich hinaus möchte, ist, er hat eine tatsächliche Gefahr dargestellt. Er war gefährlich. Ja? Und das hat den Film auch spannend gemacht, muss ich ehrlich sagen. Man hat Angst vor ihm gehabt. Man hat gedacht, ich möchte so jemanden nicht begegnen, ehrlich gesagt. Natürlich muss man sagen, die Originalität der Geschichte. Wenn ich mir den Film angucke und er fängt dann langsam an, ja, und dann kommt der Terminator und dann später kommt Kyle Reese, der Soldat aus der Zukunft. Und dann kommen die Blitze da und so, ja, die Zeitkapsel oder was das auch immer ist und dann flupp ist er da. Das ist ja nicht so, dass man das vorher schon gesehen hat. Heute sieht man sich einen Terminator-Film an, dann kommen die Blitze und dann ist da irgendeine Zeitkugel und dann ist da einer, ein nackter Mann auf einmal auf der Straße und denkst du, oh ja, Terminator, ja, ist klar. Oder denkst du, ah nee, das ist ja der, das ist ja jetzt bei Dark Fate, denkst du, ah nee, das ist die Frau, die ist ja gut, das ist ja die hilft. Das weißt du natürlich alles schon, aber damals ist das einfach passiert, ja, da ist das einfach passiert. Auf einmal, da war ein nackter Mann, da war noch ein nackter Mann, ja. Jetzt ist nicht das passiert, was ihr vielleicht denkt. Es hat auch nichts mit dem Titel der Sendung zu tun, sondern der eine hat nach Sarah Connor gesucht und der andere hat auch nach Sarah Connor gesucht. Beide haben nach Sarah Connor gesucht und ich finde, dass man am Anfang überhaupt nicht so genau wusste, wer ist denn jetzt der Gute? Also natürlich hat man sich wahrscheinlich gedacht, dass Arnold Schwarzenegger nicht der Gute unbedingt ist, aber auf der anderen Seite, finde ich, war das auch nicht so ganz klar. Zeitgeist, genau. Terminator 2 war Zeitgeist. Zeitgeist, das wollte ich sagen. Terminator 2, Zeitgeist. Für die damalige Zeit. Ja. Und ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ich habe letztens auch Terminator 2 nochmal geguckt und habe gedacht, da wird ja auch die ganze Zeit erstmal nur was erzählt. Oder auch nur, wenn irgendwelche Bilder, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre, dieses bedrückende Los Angeles und so weiter, was man da am Anfang sieht. Das Ding ist das, und das ist bei Terminator 1 auch der Fall, und ich finde, das ist der große Unterschied zu anderen Filmen, teilweise, also zu anderen Filmen in diesem Genre und aber auch zu den Filmen, die dann später kamen, ja, die anderen Terminator-Teile. Das Terminator 1 und 2, die erzählen einfach eine Geschichte in erster Linie. Es ging nicht darum zu sagen, wir machen einen Actionfilm, und darum ging es nämlich später. Das ist nämlich genau das Problem meiner Meinung nach. Später ging es nämlich darum zu sagen, ja, wir wollen hier so einen super riesen Actionfilm machen, wieder hier mit Arnold Schwarzenegger und dem Terminator, und da kommt der Terminator, der jagt den da gibt es eine riesen Explosion und dann hast du nicht gesehen und dann fliegt der LKW durch die Luft und plam und das wird ein riesen Ding und so. Und ich glaube nicht, dass das sozusagen der Ursprungsgedanke von James Cameron war, sondern das war die Geschichte. Es gibt ja auch diese Legende, dass er diesen Fiebertraum hatte mit einem Roboter umhüllt von Feuer. Und dann hat er direkt gesagt, gib mir schnell Papier und Stift, ich muss das aufschreiben. Und dann hat er das Drehbuch zu Terminator geschrieben. Ja. Kann ja auch so gewesen sein. Wir wissen es ja nicht. Möglicherweise war es so. Aber er wollte ganz klassisch, muss man sagen, eine Geschichte erzählen. Und zwar eine ganz witzige, intelligente Geschichte. Ja, ich meine, der Soldat kommt aus der Zukunft und dann ist er aber der Vater, von dem er eigentlich erst zeugt. Aber der hat ihn ja aus der Zukunft dann zurückgeschickt und so. Das ist ja alles auch ein bisschen wahnwitzig und ambitioniert. Das ist ambitioniert, da kann man sagen, was man will. Da kann jetzt jeder sagen, was er will. Es ist einfach ambitioniert. Das lassen wir jetzt einfach mal lassen wir so stehen. Jetzt. Und was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, muss ich sagen, ist, dass sich alles in den ersten zwei Teilen so unrealistisch diese Geschichte ist, ja, sagen wir mal. Ich sage das jetzt einfach mal so und ihr mögt widersprechen, aber ich finde, so ein Roboter aus der Zukunft, sage ich mal, der jetzt hierher kommt und alle niedermetzelt, ja, geht, könnte theoretisch passieren, aber ich glaube, ist nicht so realistisch. Es geht. Aber im Rahmen dieser Geschichte sind die Motivationen der Figuren, und ich denke, da sind wir uns alle einig, durchaus nachvollziehbar und realistisch. Das heißt, damit können wir leben und deswegen können wir den Film auch ernst nehmen, weil wir, das ist alles nachvollziehbar, ja, wie gesagt, so, finde ich. Und ich finde, dass man später bei den Filmen einfach, gerade jetzt auch bei Dark Fate oder so, es ist alles sehr überinszeniert, ja. Also da wird gekämpft und Dings und so weiter und dann macht noch einer eine Rolle vorwärts und ein Salto rückwärts und so weiter, bevor er dann mit der Kette zuschlägt und so, ja. Das konnte man früher nicht so machen, aber das hat den Film nicht schlecht getan. Das hat den Film was Realistisches gegeben, weil der Terminator ist gekommen und du wusstest, da ist er und jetzt schnell weg.
Und da bist du nicht irgendwie akrobatisch durch die Luft gewirbelt worden oder hast dich nicht irgendwie, was weiß ich, warst kein Elite-Kämpfer, sondern du warst einfach, Kyle Reese war im ersten Teil ein Soldat, der wurde zurückgeschickt, dem ging's scheiße, der war depressiv, der hatte Hunger, ja, dem hat bestimmt alles wehgetan, dann noch mit diesem Zeitsprung, furchtbar war das bestimmt für den, der hatte wirklich ein Trauma gehabt, ja. Da ist der, hat er doch keine Lust gehabt, dann da irgendwie noch irgendwie Taekwondo gegen den Terminator zu machen. Das ist doch total Gagahausen. Und genau das ist aber, ist das, was in den anderen Teilen dann eben passiert ist, ja. Klar, natürlich, wenn Schwarzenegger im zweiten Teil irgendwie da bei Cyberdyne in dieser Firma dann irgendwie mit dieser Riesenwumme dasteht und diese ganzen Polizeiautos schießt und so, dann könnte man schon von einer gewissen Art von Überinszenierung sprechen. Ja, dem will ich mich nicht verwehren, absolut nicht. Aber grundlegend, meiner Meinung nach, wenn sie rennen, rennen sie. Wenn der Terminator kommt, dann rennen sie einfach. Sie rennen einfach und dann wird auch nicht, werden auch keine Sprüche gemacht, sondern die rennen. Weil die Angst haben, weil da einer hinter ihnen her ist, der will sie umbringen. Und das überträgt sich auf den Zuschauer. Nicht, dass der auch rennt, aber dass der Zuschauer denkt, scheiße, schnell weg hier. Ja, ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Den hat man einfach in den anderen Filmen, hat man diesen Faktor missachtet, weil man sich dem reinen Spektakel nur noch hingegeben hat. Aus nachvollziehbaren Gründen. Aber am Ende steht man halt da und sagt, warum war der Film jetzt eigentlich nicht so gut? Das sagt der Zuschauer und das fragt sich der Produzent, der seine ganze Kohle nicht mehr zurückbekommt. Ja? Die anderen Filme waren, glaube ich, ja noch relativ erfolgreich. Dark Fate war aber ein Flop. Es wird keine Fortsetzung geben von Dark Fate. Genauso wie es keine Fortsetzung von Genesis gegeben hat. Ja? Das ist auch so ein total zerwursteter, zerwurbelter Film. Ja? Das ist ja ganz interessant und ganz witzig. Und ich gucke es gerne. Ich gucke es gerne. Ich liebe Filme. Natürlich gucke ich sowas gerne. Warum soll ich es nicht gerne gucken? Aber es ist trotzdem so, dass du denkst, warum habt ihr das denn, warum, was soll denn das, was ist der Grund, ja? Ja, weil halt irgendeiner eine tolle Idee hatte, ja, und so weiter. Aber es ist nur, versteht einfach, es geht nicht nur um das Spektakel, versteht es einfach, ja, und das wisst ihr ja, ihr wisst, dass es nicht um das Spektakel geht, je nachdem, wer ihr seid. Ihr könnt natürlich sagen, ja doch, irgendwie geht es immer ums Spektakel, ich will immer Explosion, ist mir scheißegal und so weiter. Hauptsache es explodiert oder dann rennt weg. Ich war früher so, früher war ich auch so. Da dachte ich immer, umso geiler die Explosion, umso besser der Film. Ja? Wobei ich sagen muss, früher, damals, als ich noch jung war, da waren die Explosionen echt. Das war alles echt, weil es gab noch keine Computer. Ja? Natürlich, wenn dann irgendwas plopp so in die Luft gegangen ist, dann hast du gedacht, super geil. Heute geht alles Mögliche in die Luft, weil es tausende CGI-Explosionen gibt. Und dann denkst du so, oh ja, oh ja. Und ein Dinosaurier läuft dann irgendwie dazwischen rum und so. Ja, weil es dich nicht mehr packt. Es packt dich nicht mehr. Deswegen, meiner Meinung nach, und das ist das Fazit, und damit komme ich auch schon zum Ende dieser Show. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Fazit ist, Terminator 1 und 2 sind nicht mehr zu wiederholen. Es ist nicht mehr zu wiederholen. Gebt es auf, lasst es einfach. Ja? Ende, macht Ende. Das ist mein Fazit. Es ist nun mal so. Ich gucke mir gerne übrigens noch 10 Terminator-Filme an. Ja? Ihr könnt noch 10 Terminator oder 15, macht 15 Terminator-Filme. Ja? Die gucke ich mir alle an, die kaufe ich mir alle, die stelle ich alle vor hier. Ja? Dann kommen wir ganz nahe, heute Terminator 23. Ja? Wie findet ihr denn Terminator 23? Ja? So. Es ist für mich absolut gar kein Problem, aber rein von dem, wenn ihr erwartet, dass man das wiederholen kann, was mit Terminator 1 und 2 passiert ist, dann ist das eine Fehlinformation, eine absolute Fehlinformation. Es ist nicht mehr wiederholbar, es ist vorbei, es ist eine Geschichte, die wurde erzählt. Du kannst auch nicht Hänsel und Gretel Teil 5 machen, das geht nicht. Die waren einmal in dem Hexenhaus und dann ist das passiert und die haben die Hexe verbrannt und die ist tot und gut ist. Und so ähnlich ist es bei Terminator auch. Ja, es hat viel mehr mit Hänsel und Gretel zu tun, als ihr alle denkt. So, oh, ich sehe gerade, mein Akku wird leer. Ich komme zum Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich bin der Chris und das ist die Filmelei. Petting für Cineasten. Macht's gut, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.